Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge vom Trash Talks to Game of Thrones, hier bei der GUB-Zeitung. Ich bin Fabian Kern und diese Woche reden wir darüber, was dürfte passieren, was leider nicht passiert ist und was wir gerne hätten, dass wir passieren. Diese Woche an meiner Seite sind wieder Game of Thrones Spezialistin Mascha Diethelm und unser Mann fürs Digitale, der Stefan Kempf. Ich würde eigentlich sehr gerne ihn opfern. Ist ein bisschen gemein, aber... Mein Oh-mein-Gott-Moment. Nein, ich finde, er macht es sehr gut. Er macht es fast schon zu gut. Er ist so drauf und dran, alle zu besänftigen. Und er möchte schauen, dass Cersei vielleicht doch nicht stirbt. Oder dass die andere, oder ihm seine Queen, vielleicht doch gar nicht so sehr gut geschlachtet, wie sie das plant. Und er ist ein bisschen zu nett für mich. Ich hätte gern, dass es in den nächsten zwei Staffeln oder Folgen wirklich noch abgeht. Und für das muss er einfach weg. Ich werde einfach nicht müde, das immer wieder zu betonen, aber sie muss einfach. Sie muss einfach weg. Und ich weiß nicht, warum man sich so lange Zeit lässt, weil sie wird wirklich immer mühsamer. Und ja, bitte. Ich mache die Rückholaktion mit dem Monsieur-Eisaugen. Ja. Weil, ja. Ich vermisse ihn ein bisschen, muss ich sagen. Also, er hat einfach, es sind einfach zu viele Fragen offen. Auf gar keinen Fall passieren, weil er mir doch ein bisschen am Herzen liegt, dass der Hound im Duell bei seinem Bruder, der ja höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge auf uns wartet, dass er das Zeitliche segnet. Das würde mich doch ein bisschen rühren, weil er ist doch ein Guter. Und was schon auch nicht darf passieren, ist, dass Daenerys und Jon wirklich zusammenbleiben. Das darf nicht passieren. Wo ist er? Wo? Wo ist der Jon? Wo ist er? Ich suche ihn schon die ganze Zeit, er ist nie. We lost Jon. Ja, das ist lost hoffentlich nicht zukunftsweisend, ehrlich gesagt. Nein, den haben wir verloren. Ja. Nein, das darf nicht passieren. Das wäre einfach furchtbar. Die zwei sind mein Perfect Match. Und ich möchte nicht unbedingt nochmal eine Szene sehen, wo sich gewisse Charaktere ausziehen, aber... Sie ziehen sich eh nicht mehr aus. Sie ziehen sich eh nicht mehr so ganz aus, aber ich finde, ich feiere die zwei einfach und die gehören einfach zusammen. Die zwei will ich ihnen zutrauen, wenn sie so weitermachen, dass sie bei Königslande mehr oder weniger im Alleingang werden retten von all den Unfähigen, die sonst am Weg sind. Ja. Aha, nein. Das ist eine gewagte Kombi. Das ist eine sehr gewagte Kombi. Das ist ein bisschen gewagt. Aber ich finde, wir müssen den Perfect Match für Sansa eigentlich schon finden. Zumindest für eine Nacht. Und ich glaube nicht, dass das ein Jamie ist, weil da ist einfach eine Hand zu wenig. Nein, nur aber es ist nur die Hand ab ihm. Dann bin ich mir schon bewusst. Es ist nicht der Theon. Nein, es gibt noch schlimmere Kandidaten. Aber ja, nichtsdestotrotz. Natürlich. Er hat, oh, das stimmt, er ist jetzt ja adelig, die eine Schwester. Er bleibt der Familie treu. Hat er schon gehabt? Gendry. Und wer? Ja. Sie sind zumindest beide noch im Norden geblieben. Ja. Wieso nicht? Wieso nicht? Sansa, weil irgendwie hat sie so eine Mischung zwischen... Sie macht es richtig, sie ist zwar lieblich, aber sie kann glaube auch all die Knights und die eine Knightin führen. Ich glaube, Stand jetzt könnte es doch der Zwerg machen. Tyrion. Der Jon fehlt jetzt aber. Jon fehlt schon gerade fest. Ja. Überlegt, ich komme noch in Frage. Ich muss halt schon sagen, letzten Endes denke ich, er geht jetzt durch eine harte Schule. Oder? Er liebt jetzt zum zweiten Mal wirklich richtig. Und wenn er dann erkennt hat, dass diese Frau definitiv weder etwas für ihn ist, noch für die Seven Kingdoms, dann wird er sich dann zu seiner wahren Größe wieder finden.